Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 und wir spielen das Projekt der Krautschlägel auf der wunderschönen Zilonka, der neuen Map von Giants. Und was auch interessant ist, das ist auch schon dem einen oder anderen aufgefallen, es gibt anscheinend jetzt hier Lego-Werbung auf dieser Map. Naja, gut, sei es drum, wir sind beim Händler und hier steht unser neuer Deutz-Fahr, Topliner. Ich habe mich jetzt dann doch dazu entschlossen, denn wir müssen ernten. Wir haben zwei Felder, die wir ernten müssen und dann können wir auf dem einen Feld auf jeden Fall dann Gras ansehen und auf dem anderen werden wir definitiv schon mal die Vorbereitungen treffen, um entsprechende... Lass mich mal ganz kurz reinschauen. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, wann ist denn eigentlich die beste Zeit? Nee, ich glaube alles im März, April. Da müsste dann das Material letztendlich wirklich zu säen sein. Okay. So, also, dann steigen wir in den Topliner, beziehungsweise, lass mich kurz überlegen, wir brauchen ja noch einen Anhänger. Und einen Anhänger werden wir nehmen aus dem Paket, aus dem Premium Expansion Paket. Wie gesagt, wir wollen ja ein bisschen alles testen, was hier so dabei ist. Und da gibt es diesen hier und den gibt es mit Ballenwagen-Option 40 Kubik oder 14 Kubik oder 28 Kubik. Und ich überlege jetzt gerade, ich glaube 14 würde doch auch erstmal reichen, oder? So viel wegzufahren gibt es nicht. Der Topliner macht 8000 paar zerdrückte in den Bunker und dann sollte uns das doch auch eigentlich erstmal reichen. Okay. Ja, aber wir brauchen einen, ach, Drehschemel. Naja, wird schon, wird schon. Okay, legen wir los mit den Arbeiten für heute. Ein Gewicht, glaube ich, brauchen wir noch nicht. So, also, dann schmeißen wir ihn hier mal an. So, kommen wir denn da an unser Schneidwerk? Oh je, ich merke gerade, dass wir dann doch, nee, müssen wir doch ein bisschen anders machen. Erstmal hier mit dem Fiat. Bringen wir erstmal den Schneidwerkwagen richtig in Position. Lass mich mal kurz überlegen. Das wäre doch eigentlich auch lustig. Der ist schon ganz schön lang. Ja, da hat hinten ein Zugmaul. Wir könnten dann theoretisch auch den Schneidwerkwagen hier dranhängen. Aber wie gesagt, mit Drehschemel ist jetzt nicht meine Paradedisziplin, Freunde. So. Gut, dann packen wir den so hin. Dann kann man auf jeden Fall direkt da drauf laden. Und dann der Deutz macht das. So. Sehr, sehr gut. Okay, das passt soweit. Falsche Richtung. So. Dann fahren wir doch einfach mal so. Okay. Ja, jetzt könnte man natürlich auch sagen, Mensch, jetzt hast du dir die teuren Geräte gekauft. Und das jetzt, um hier ein paar Felder hier abzuernten, da wir ja im Prinzip ja andere Dinge machen wollen. Komm, ups, danke. Aber ich möchte ungern was verkommen lassen. Denn die Felder sind erntereif und das Material nehmen wir einfach mal mit. So. Natürlich hätte man es auch gleich unterpflügen können. Aber dann können wir uns wesentlich so ein bisschen auch als Lohner hier nebenher in der Zeit, wenn nicht so viel los ist. Ja, ich würde sagen, wir fahren hier lang. Ein bisschen hier die Map kennenlernen. Auf der anderen Seite ist natürlich hier der Deutz nicht gerade das, die Rennmaschine. Das heißt, wenn wir hier längere Strecken zu fahren haben, dann müssen wir gucken, wie sich das Ganze hier mit dem Helfer verhält. So, lass mich mal hier die Map einblenden. So, jetzt kommt doch irgendwann ein etwas besserer, geteerter Weg. Der ist es, denke ich, noch nicht. So.
Und ansonsten, wenn euch das Projekt hier auf der Zielonka gefällt, dann denkt bitte immer daran, das würde meinem Kanal wirklich helfen und unterstützen. Lasst doch gerne ein Abo da oder zumindest einen Kommentar und ein Däumchen wäre auch herzallerliebst. So, hier sind wir drin. Das heißt, wir können jetzt wieder die Rundumkennleuchte ausschalten. Denn jetzt fahren wir hier übers Feld, hauen den Tempomaten rein und dann werden wir mal zu unserem Feld fahren. Und Sojabohnen ernten. Dann schauen wir mal, was wir damit machen. Ob wir die dann verkaufen oder erstmal einlagern. Wir haben hier ein Silo am Hof. Das Einzige, was wir jetzt eigentlich auch mal bei Gelegenheit testen müssten, aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein, ist natürlich, ob man das Silo, ob das ein Multifrucht ist, ob wir da auch Kartoffeln und Ähnliches reinwerfen könnten. Das wage ich aber zu bezweifeln. Ist aber nicht weiter schlimm, denn wir haben ja gegenüber von unserem Hof auch noch ein Feld, ein großes Feld, das wir noch nicht gekauft haben. Ist auch nicht allzu teuer. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die Map ist ja durchsetzt von Kanälen. So, da müssen wir nämlich jetzt hier rechts, dass wir auch die richtige Abfahrt erwischen. Denn hier geht es zweimal über den Kanal bzw. über den Bach. Und wir müssen eigentlich auf der rechten, weil dann ist nämlich dann nochmal ein Bach. Genau hier müssen wir nämlich, glaube ich, rüber. So. Also, wie gesagt, wir haben ja hier neben unserem Hof dann noch ein schönes Feld. Da gibt es auch noch Expansionsmöglichkeiten, dass wir uns dann ausdehnen können. Also alles kein Problem hier auf dieser Map. Aber, weil ich habe auf jeden Fall entsprechende Lager für Erdfrüchte, so will ich es mal nennen, installiert als Mod, sodass wir da auf jeden Fall dann auch tätig werden können. So, hier geht es jetzt rechts rein. Jetzt überlege ich nur. Nee, wir fahren durch und packen das Gerät, den Schneidwerkswagen, dann am Anfang, da wo die Straße ist. Ich glaube, das ist dann geschickter. Da haben wir ein bisschen mehr Platz. So, dieses Feld hier rechts gehört uns auch. Das müssen wir dann auch ernten. Da drüben die Sonnenblumen müssen wir dann auch ernten. Da, denke ich, werden wir uns aber das Gebiss nur mieten. So, da haben wir nämlich dann auch zwei Felder abzuernten. Das würde sich dann auch lohnen. So, hier haben wir dann auch noch ein bisschen Platz. Das heißt, hier können wir unser Gerät hinstellen. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Und dann müssen wir das Ganze wieder aufklappen. So, wieder nach vorne wechseln und dann fahren wir wieder ein Vorgewende, aber wie gesagt, die Felder sind ja eigentlich großzügig. So, jetzt bin ich mir relativ sicher, Augenblick mal. Wir schalten die Hilfe ein. Strohablage anschalten. Nee, also hier nicht. Ja, ihr erinnert euch auf der Galgenberg, die wir ja auch zocken. Auf der Galgenberg, da gibt es Sojastroh. Beziehungsweise Rapsstroh, das haben wir hier also nischt. Okay, ist insofern auch nicht schlimm, weil Stroh brauchen wir ja nicht unbedingt, da wir ja keine Kühe oder Schweine halten. So, dann können wir den hier mal losschicken. Und während wir den hier losschicken, da zeige ich euch nochmal, ich habe ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen. Das hier ist übrigens etwas, was wir nicht direkt kaufen können, ist also jetzt keine Produktion oder Ähnliches. Und da oben sitzt wieder einer von diesen Störchen, die immer wieder hier auf dieser Map unterwegs sind. Naja, jetzt sehen wir gerade keinen, also jedenfalls nicht in der Luft, sondern in seinem Nest. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ihr erinnert euch, hier gibt es Sammelobjekte und da würde ich, Augenblick, so jetzt, und dieses würde ich mal aufnehmen wollen. 5.000 Euro. So, jetzt wissen wir es also. 5.000 Euro gibt es pro Apfel und noch 48 Stück. Okay, die werden wir nicht jetzt speziell suchen, aber immer mal einen mitnehmen, wenn er da ist, sozusagen als Bonus. Wir springen zu unserem Fiat. Jupp, und dann mal los. So. Sehr, sehr schön. So, jetzt lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, hier können wir links rein, oder? Yep. Dann gehen wir hier über den Feldweg.
Ja, wie gesagt, dann werden wir jetzt mal zwei Felder abernten und das Material, denke ich, erstmal einlagern, weil auch hier wird es wohl so sein, dass wir im Winter den besseren Preis bekommen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Es regnet bald. Ich habe gar nicht in die Wetterkarte geguckt. Dass wir möglichst mit der Ernte fertig sind, bevor hier das Wasser vom Himmel kommt. So, jetzt wieder hier ein bisschen aufpassen, wo wir abbiegen müssen. Wobei, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Wir können natürlich auch mal die erste abbiegen. Dann fahren wir an unserem Hof vorbei. Ja, dann werden wir, wie gesagt, das Material einlagern und das eine Feld vorbereiten. Dann denke ich, weil wir müssen ja so eine Dampffräse uns besorgen. Augenblick mal. Jetzt bin ich dran vorbeigefahren, ne? Heidenei. Und das mit dem Drehschemel. So, hier ist ein Weg, hier ist der andere Weg. Der führt uns hier zum Hof. Ja, da müssen wir uns so eine Dampffräse besorgen. Ich sag immer Dampf. Dampffräse. Und das andere Feld, da wollen wir dann auf jeden Fall Gras ansäen, damit wir für unsere Schafe was produzieren können. Und dann werden wir irgendwann dieses neue Schneidwerk uns gönnen. Da ist sogar eine Schwartablage dann mit dabei. Das heißt natürlich, dass es dann auch wieder extra Geld kostet. Aber okay, es hilft uns. Und dann können wir natürlich ein bisschen vielleicht noch parallel Silage machen, um eben hier in den, ich sage mal, ernteärmeren Zeiten Geld zu generieren. So, er fährt die dritte Bahn, das ist sehr schön. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Feld hier einen großen Ertrag bringt. Hier müssen wir rein. So, lass mich mal schauen. Ja, 29%. Also das ist sehr, sehr mager. So will ich es mal formulieren. Aber nun gut, sei es drum. So, wir schauen mal, was wir noch für Geräte brauchen hier aus dem E-Premium Expansione. So. Okay. Zum Ansehen. Ja, brauchen wir eigentlich nur so eine kleine Maschine, ne? Wir brauchen ja was, um unser Gras anzusehen. Was macht die 3 Meter? 55.000. Ja, auf der anderen Seite. Ich denke, wir werden uns nur eine mieten. Wir werden uns nur eine mieten. Denn wir wollen ja nur Gras aussehen. Im Moment zumindest mal. Okay, aber was wir dann brauchen, ist hier diese Dampffräse. 160 PS, 270. Ja, wir werden die kleine hier brauchen erstmal, weil wir noch keinen so starken Trecker haben. So, Grimme, Dampffräse. So, 3 Punkt. Machen wir mal dazu. Ja, das ist... Nee, das... Da brauchen wir einen stärkeren. Können wir später aufrüsten. Wir machen es erstmal so, weil ein bisschen müssen wir schon aufs Geld achten. Auch wenn wir noch 282 haben, aber das Geld wird ratzfatz weg sein. So, dann holen wir uns dieses Teil und können dann auf jeden Fall schon mal... Ach, ich muss jetzt erstmal schauen. Haben wir eigentlich schon die Bodenwerte gekauft? Noch keine Daten vorhanden. Ah! So, wir müssen ja hier die Bodenwerte. Dann müssen wir mal schauen, wie sich... Wir arbeiten ja hier mit Precision Farming. So, okay, 36. Naja. Also, das ist ja wirklich übelst. Also, dann Bodeninformationen kaufen. Okay, und wir brauchen die Bodeninformationen erstmal von diesem Feld. So, weil da machen wir später das Gras drauf. Ja, okay. Ja, nach und nach. So, was haben wir denn in der, im Moment? So, Augenblick. Okay. Ja, ich habe immer das Problem. Bodeninformation? Nee. Ich will eigentlich was anderes. Bodenarten. So, Umweltbewertung. Details. Ich kriege das nicht weg. Nein, ich will nicht die Bodeninformationen kaufen. Hm. So, jetzt haben wir es. Okay, wo sind wir denn? Beeinflusst die Verkaufspreise nicht. Wir sind also bei 50, ganz klar. Wir haben da noch ein bisschen was zu tun. Jetzt wollte ich eigentlich schauen, müssen wir eigentlich das Feld pflügen? Nee, das sieht nicht so aus, oder?
Doch, wir müssen es pflügen. So, jetzt überlege ich nur, wie ist denn das jetzt? Nee, also die Dampfräse, die pflügt nicht, ne? Wir müssen auf jeden Fall den Ding pflügen. Okay, das heißt, wir müssen uns noch einen Pflug kaufen. Und hier haben wir keinen, nein. So, wir werden natürlich dann einen Tiefenlockerer nehmen. Einen Tiefenlockerer. Wo sind die Tiefenlockerer? Ah, hier. So, was haben wir denn da? Ah ja, interessant, okay. Aber 1,20 Meter ist jetzt wirklich sehr bescheiden. 3 Meter, 120 PS. Oh je. 150, 4 Meter. Das kriegen wir eigentlich hin, ne? 4 Meter, 130. Wo ist da der Unterschied? So, dann würde ich doch sagen, nehmen wir den hier, das Kuhnteilchen mit 130 und holen das mal. Weil das werden wir auf jeden Fall brauchen. So, und dann holen wir das nämlich hier mit unserem John Deere. Wobei, wir könnten gleich mal gucken, ob der das schafft. So, wir bringen den mal hier auf die Straße und dann schauen wir mal, ob der das schafft. Wenn wir den mal mit dem Helfer losschicken. So, da müssen wir hin. Aha. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, ob der auch wirklich auf der Straße bleibt oder jetzt irgendwo quer übers Feld fährt. Ja, das sieht schon mal gut aus. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal einmal hier abtanken. Oh, der ist auch sowieso schon fertig. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, dann haben wir ja richtig ein bisschen was zu tun hier. Feldarbeit. Jede Menge Feldarbeit. Okay, das zum Thema Helfer. Das zum Thema Helfer. Also, hat hier wieder mal die Kurve nicht gekriegt. Ach, Leute. Leute. Das kann ich ja gar nicht zeigen im Radio. So, nochmal. Oh Mann, Freunde. So, einmal den Motor einschalten, einmal wieder abtanken. Und dann werden wir hier den Topliner umsetzen und noch das andere Feld ernten. Dann haben wir schon mal den Raps unten. So. Werfen noch mal einen Blick. Also noch fährt er. Okay. Ja, das würden wir uns natürlich schon mal ein bisschen wünschen hier auf den Konsolen, dass halt doch auch hier die Helfer etwas vernünftiger fahren. Es ist schon merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das an den Mods liegt, weil wir haben ja auch auf unserem Big Farm Projekt so ein bisschen das Phänomen gehabt mit einem Fendt. Das war ein Mod. Und der hat auch immer ein bisschen zu spät eingeschlagen und dann ist er auch immer gegen die Zäune gefahren oder einfach hängen geblieben. Und jetzt habe ich einen John Deere und der bewegt sich dort auf jeden Fall wesentlich geschmeidiger. So, schauen wir mal, kommen wir hier zwischendurch, ohne dass wir das Schild mitnehmen. Ja, sehr schön. Und der bewegt sich deutlich geschmeidiger über die Map, über die Neubartelshagen, die... So muss ich es leider sagen, im Moment ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil wir haben jetzt dieses Projekt, haben noch die Geiselberg und, nee, die Galgenberg, nicht Geiselberg, die Galgenberg und haben jetzt natürlich auch noch unsere Alpenmap Zilonka. Also im Prinzip haben wir zurzeit 4 Projekte am Start und wir werden jetzt natürlich hauptsächlich viel Zilonka spielen und natürlich die neue Mini-Brunnen, unsere Alpenmap, weil auch dort werden wir mit den neuen Feldfrüchten arbeiten. Das bietet sich natürlich auch auf der Galgenberg an, weil die hat natürlich auch viele kleinere Felder, auch in der Ebene. Da können wir dann auch gut arbeiten. Aber da haben wir gerade nur schon andere Aufgaben und Prioritäten. So, das dazu.
Ja, jetzt schaue ich gerade mal. Ich glaube, wenn wir oben dann einmal rumgefahren sind, dann können wir den Helfer wieder losschicken. Ist das jetzt wieder der Storch? Man sieht den Schatten und ich glaube, das wird wieder ein Storch sein. Na, sieht man ihn? Nö, leider nicht mehr. Okay, schade. So. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, ob eine Mitteilung kam, ob unser Helfer hoffentlich, ups, unbeschadet beim Händler angekommen ist. So, das hier soll dann auf jeden Fall dann unser Grasfeld werden, direkt vor der Haustüre. Ich denke, das ist dann auf jeden Fall auch groß genug. So, wir schicken ihn los. Dann schauen wir mal, was der John Deere macht. Oh, sehr schön, er hat es geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt. Können wir beide Geräte gleich mitnehmen? Ich denke mal, wenn wir den hinten hinpacken, dann können wir den anderen vorne hinpacken. Augenblick mal. Augenblick mal. Ich überlege gerade, hat er eine Dreipunktaufnahme? Kann man praktisch beide Geräte auf einmal mitnehmen? Das wäre natürlich ja supi. Das ist natürlich die Frage von der PS-Zahl. So, weil das Thema ist, ich glaube, wir brauchen ja für diese Dammwalze, Dammfräse, brauchen wir Waljafräse. Okay. Hängt ein bisschen durch, ne? Senker, Dampffräse anschalten. Okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir kriegen es zumindest. Zumindest kriegen wir es zum Feld. Es sieht jetzt nicht gerade so proper aus, aber... Ja, scheint zu gehen. Okay. Jetzt fällt mir gerade ein, hätten wir ein Gewicht gebraucht. Ach, wir haben eins. Sehr schön. Also am Johnny haben wir ein Gewicht. So. Ja, ja, Gruppe senken. Ne, wir sind schon oben, aber es geht. Es geht, es geht, es geht. Ja, die Map sieht eigentlich gar nicht so groß aus, aber hier kommen auch ein paar Kilometer auf den Tacho. Das merkt man dann schon. Aber was schön ist, ist auf jeden Fall, dass es hier überall ordentliche Wege gibt. Es ist genügend Platz. Und genügend Felder. Und die kann man natürlich dann auch hier auf dieser Map zusammenlegen. Also die sind teilweise wirklich sehr, sehr gut gelegt. Wenn man natürlich dann nicht, ich sag's mal so, mit diesen neuen Feldfrüchten arbeiten will, weil da braucht man schon auch ein bisschen Zeit. So, da kommt er gerade noch so rum. Okay. Jetzt können wir mal probieren, was dann passiert, wenn wir ihn losschicken, ob er das schafft oder nicht schafft. Dass er praktisch hier mit dem tiefen Lockerer pflügt und gleich mit der Dampffräse rüberfährt. Und uns das Feld vorbereitet. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das klappt. Rein theoretisch ja, aber haben wir genügend PS? Haben wir genügend PS hier? So, Helfer. Jetzt hat es aber ein wenig geruckelt und gezuckelt. Ach, guck an. Ach, guck an, guck an. Dann schauen wir mal kurz in die Karte. So, also, er zeigt an, dass er gepflügt hat. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. So, jetzt Bodeninformation, Bodenart. Wir müssen natürlich mit Sicherheit da noch einiges tun. Und Düngen sowieso, was wir noch gar nicht, was ich noch gar nicht weiß, wie viel Dünger wir eigentlich brauchen für rote Beete und Konsorten. Okay, also pH-Wert ist schlecht. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall kalken müssen und Stickstoff ist noch ein bisschen drauf. Okay,
Aber ich finde es auf jeden Fall geschmeidig, dass der Kollege hier tatsächlich in einem Durchgang arbeitet. Und das ist dann schon wieder ein Thumbnail wert. So, das soll es auch schon wieder für die heutige Folge gewesen sein. Ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann lasst mir doch bitte ein Abo da. Ansonsten freue ich mich über euer Feedback oder über ein Däumchen genauso. Also, das soll es mal wieder gewesen sein für die Folge hier. Der Krautschlägel in unserem Projekt auf der wunderschönen Map Zilonka. Wir sind mittendrin in der Feldarbeit. Und jetzt sehe ich gerade doch ein kleines Ärgernis, in Anführungszeichen, was ich nicht bedacht habe, dass natürlich hier die Arbeitsbreite eine andere ist. Okay, da müssen wir uns dann noch drum kümmern. Nichtsdestoweniger, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei mir wieder auf dem Kanal. Und ich sage Tschüss, Ciao, Cheerio, euer Badenfarmer.